Hallo und herzlich willkommen zu Ihrer heutigen Busfahrt. Mein Name ist Hans Mann, ich bin heute Ihr Busfahrer. Wir befinden uns in einem MAN SD 202 aus dem Jahre 1992, einer der modernsten Busse in unserem Unternehmen, um Ihnen den höchsten Fahrgastkomfort bieten zu können. Wir fahren heute in Grundorf die Route 76 im Umlauf 1 und im Umlauf 2. Das bedeutet, wir fahren heute hier vom Bauernhof an der Nordspitze bis Einsteindorf Krankenhaus und wieder zurück. Es ist gerade 6 Uhr morgens und ich schalte jetzt einfach mal den Bus an und wir legen sofort los. Bitte während der Fahrt nicht im Gang rumlaufen, nicht aufstehen, nicht essen, nicht trinken und bitte nicht über die Fahrqualitäten des Fahrers beschweren. Das wäre noch ganz freundlich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und es geht los. Ein bisschen Licht Können Sie könnte nicht nicht mal die schaden. Heizung Ja, anmachen? Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen vielleicht erstmal. Ist ja in Ordnung. Mensch, mal schon an. Heizung ein bisschen an hier. Zack, zack, zack. Man sieht jetzt übrigens, ich mache das alles mit der Maus, ne? Den Mauszeiger sieht man hoffentlich nicht. Den habe ich rausgemacht, weil er doch vielleicht ein bisschen störend wäre, weil man den jetzt leider immer sehen würde. Auch wenn ich hier nur ganz normal die Sicht verändere, man würde den Mauspfeil sofort sehen. Oder auch wenn ich so mache, man würde den Mauspfeil sehen. Das ist ein bisschen blöd. Deshalb lasse ich den mal raus. Wird es dann schon ein bisschen wärmer? Nö, sieht doch nicht so aus. Okay. Wir haben noch genau 5 Minuten, bis wir losfahren müssen. Ja, wir sind im Omsi. Das hat man vielleicht schon gesehen. Ansonsten nochmal herzlich willkommen zum Omsi, zum Omnibus-Simulator. Nummer 1 übrigens aus dem Jahr 2011. Ja, eigentlich wollte ich sagen, ich habe sehr lange auf dieses Let's Play gewartet. Habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Weil, ja, warum? Weil ich die Erlaubnis quasi sofort bekommen habe von der Aerosoft GmbH. Ja, von daher habe ich eigentlich nicht lange auf dieses Let's Play gewartet. Ich möchte es trotzdem machen, weil es einfach Spaß macht. Ich könnte übrigens mal sich dann machen, wenn der Motor schon läuft. Dann kann ich eigentlich auch was machen. So, ausgemacht. Wir gucken uns mal das Schmuckstück von außen an. Und das ist unser Bus. Ein Doppelstockbus. Da steht noch der Kollege. Der hat aber eigentlich Pause. Der fährt eigentlich gar nicht. Aber gut. Das ist unser schöner Bus. Hier sieht man es nochmal. Wir fahren Einsteindorf Krankenhaus. Huch, das sind wir. Wir halten das Lenkrad sehr schön. Da, Einsteindorf Krankenhaus. Zwei Etagen. Also Doppelstockbus, wie das in Berlin damals üblich war, übrig war. Ja, gut. So, 3 Minuten und 3,8 Minuten haben wir noch. Wird's denn warm? 15,1. Naja, es wird langsam. Den hier vielleicht mal ein bisschen stärker. Ist vielleicht nicht schlecht, dass hier ein bisschen Temperatur in die Karre reinkommt. 15 Grad ist ja schrecklich. Gerade so eingestiegen und sofort losgelegt, weißt du, ohne mal vorzuheizen oder was. Boah. Richtig eklig. Handbremse machen wir mal an. So. Solange wir noch stehen, können wir das machen. Nordspitze Bauernhof, ja. Ach ja, das ist unser Wagen, ne? 3950. Steht auch hier. Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen. Steht auch nochmal da. Rauchen dürfen sie nicht. Verbandkasten haben wir auch da. Abhängsel? Ich habe keine Ahnung. Oh, was haben wir da noch stehen? Notan auf Hand stellen, wenn im Notfall die Tür von Hand geöffnet werden soll. Ja, das kriegt man glaube ich auch noch hin. Was haben wir da? Ach, da steht's. Omsi. Omnibus-Simulator. Schön. Und Bridge. Ah, also so Brückenbau-Simulator. Ja, gut zu wissen, ne? Ist schlau platziertes Product Placement auf jeden Fall. Also vom Spiel, nicht von mir. Was kann man hier noch machen? Wir können die hier aufmachen. Nee, machen wir mal zu. Wir können auf die Kupplung treten. Das bringt uns auch nicht viel. Das ist an, okay. Tickets können wir hier ausstellen. Da, Kurzstrecke, Kurzstrecke ermäßigt, normal ermäßigt. Kudamm-Ticket. Tageskarte normal ermäßigt. Kombi-Ticket ermäßigt. Und Tageskarte Familie.
Können wir alles machen. Hier haben wir unsere Geldausgabe. Ist übrigens in Mark. Ganz logisch. Es ist 1992. Wir sind in West-Berlin. Also eigentlich in Spandau. Heute in Grundorf. Also, ne, weißt du schon. Aber was haben wir hier noch? 2.3.2016 ist es. 6.05 Uhr. Gut, Datum stimmt. Uhrzeit nicht so. Es ist jetzt 7.45 Uhr bei mir eigentlich. Aber okay. Ziel war 100... Boah, 5? 105, Einsteindorf Krankenhaus. Das tippen wir jetzt einfach mal hier ein nochmal. So, Edorf Krankenhaus, alles klar, das haut hin. Ich wollte es nochmal eintippen, wir haben es doch schon draußen dran stehen. Ich wollte es nochmal so eintippen, falls da Fehler aufkommen oder so. Lassen wir das nochmal fest da haben. So, da ist unser Fahrplan. Dauert nicht lange. Bauernhof, dann die Nordspitze. Nordspitze ist da unten gleich am Bahnhof. Wenn mich nicht alles täuscht, Elsterplatz, Gausdorf, Einsteindorf Ausbau, Marktplatz und dann zum Krankenhaus. Ist keine sonderlich lange Route, ist halt Einsteiger, ne? Man soll halt gucken, so ein bisschen zum Einsteigen, mit dem Personenverkehr, mit dem Ticketverkauf, mit dem Fahren an sich, bevor es dann nach Spandau geht. Ich denke, das ist in Ordnung, wenn wir mal die erste Folge oder die ersten zwei Folgen hier rumkutschen, so ein bisschen. Ich denke, das ist okay, ich werde hier auch schon genug verkacken. Da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher. Sieht schön aus, wie die Sonne aufgeht, ne? Da hat gerade die Grafik vom, die Textur vom Bus nachgeladen. Das kommt hier auch immer mal vor, dass ein bisschen Textur noch nachladen müssen. Das macht aber nichts. Es ist schon geil. Gegen die Grafik kann man auch nichts sagen. Gerade vom Bus, es sieht sehr schön aus hier. Gut. Das sieht noch nicht so toll aus. Ach, guck mal, der fährt jetzt los, oder was? Aha. Der fährt uns hinterher, jetzt, also ehrlich, ich hab den, eigentlich ist der ausgeschaltet, aber okay. Pitstop, Auspuff, Sofortservice, schön. Das ist ganz dezente Werbung nur. Ja, also eigentlich ist der ja ausgeschaltet. Naja gut, dann fährt er uns halt hinterher, wer weiß. Kann er ja machen. So, 03, ich denke, wir können losfahren. Das heißt, Tür zu. Ja, Wildchen. Und Motor an. Vorwärtsgang rein. Ist alles Automatik. Sehr schön. Da muss ich weniger schalten, was ich sowieso verkacke. Achso, Handbremse noch raus. So, und los geht's. Wir fahren mal. So, da hat es ordentlich einen Hieb gegeben. Jetzt fahren wir über dieses hässliche Kopfsteinpflaster hier so ein bisschen. So, ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten. Wir dürfen nicht zu schnell sein, wir dürfen auch nicht zu langsam sein. Wir müssen ja auch pünktlich ankommen. Und ich sehe schon, da warten einige auf uns. Okay. Das ist in Ordnung, denke ich. So, wir halten mal hier an der Ampel. Am besten so, dass ich noch was sehe von der Ampel. Passt gerade so. Blinker machen wir schon mal an. Zack. Ist auch sehr geil, ne? Dass du eine Anzeige hast, dass du blinkst. Du siehst aber nicht in welche Richtung. Ist auch schön. Musst du mal hier noch auf den Hebel gucken, wenn er unten ist, blinkst du nach links, wenn er oben ist, blinkst du nach rechts. Ist auch schön. Aber war damals so, ist glaube ich heute noch so in manchen Bussen. Also wie bei uns fahren ja immer noch so Dinger rum. Zwar nicht als Doppelstock, sondern als normal. Aber so Dinger kutschen bei uns auch noch rum. So, wir müssen mal hier rum. Hoffentlich klappt das. Ja. So. Schönen guten Tag. Ah, stehen bleiben. Ah, da sind wieder viele, also beide Türen auch mal. So, sag an, Schnucki. Morgen. Können Sie ein bisschen guten Tag. Ja, Heizung ist schon an. Eine Fahrkarte, normal sind 2,70, bitteschön. So, 30 sind 3, sind 8, sind 10. Bitteschön, guten Morgen. Ein normaler Fahrschein. Normalen Fahrschein, alles klar, normalen Fahrschein. Sind wir bei 3, sind wir bei 8, sind wir bei 10, bitteschön. Morgen, einmal Kurzstrecke, jawohl. So, sind wir bei 2, 3, 4, 5, bitteschön. Guten Morgen, schönen guten Tag. So, ja, heizen tun wir ja schon, leider funktioniert das nicht so ganz. Ne? Machen wir hier noch an, zack, machen wir mal alles an hier, heben wir mal ein bisschen hoch das Ding. Machen wir mal so, ob das funktioniert. So, und wir fahren mal weiter.
Ach nö, wir haben ja noch 1.4, 1.5. Ach nee, wir sollen schon weiter, alles klar. So, blinken wir mal wieder aus hier. Habe ich jetzt das Licht an? Ja, habe ich. So, da vorne ist schon die nächste Haltestelle. Da, wo die eine Person irgendwie so ganz einsam steht. Sind wir auf dem Strich. Entschuldigung, aber sie sah gerade so aus. Aussteigen will keiner, da würde das Licht da leuchten, das orangene Ding. So, es will also nur jemand einsteigen. Eine nur. Okay. Bitte gerne. Halt man natürlich sehr gerne an. 16 Grad haben wir immer schon. Wow, das ist sehr viel. Morgen. Jupp, gelöst. Alles klar. Das sehe ich gerne so. So. Guck mal hier, wir können gleich durchfahren. Warum fährt der Bus uns immer noch hinterher, Mensch? Ich weiß es nicht. So, wir müssen hier rum. Da sind wir schon bei Gausdorf jetzt. Ah, jetzt möchte jemand aussteigen. Da ist die Lampe an. Krieg mal hin. So. Wir halten mal vorsichtig an hier. Nicht zu stark bremsen. Sonst fliegen uns hier die Leute durch die Kante. So, wir schauen mal. Zwei wollen einsteigen und ein paar wollen aussteigen. Ja, das kriegt man hin. So, Türen hinten gehen automatisch. Vorne die müssen wir selber aufmachen. Morgen. Guten Morgen. Eine normale Fahrkarte. Sind wir bei 3, sind wir bei 4, sind wir bei 5. So, morgen. So, 0. Ah, wir müssen schon weiter, sehe ich. Wir sind im Plus. Wir sind ein bisschen. Wir haben irgendwo ein bisschen Zeit verloren, glaube ich. Wir haben irgendwo ein bisschen Zeit verloren, wie es scheint. Das macht aber nichts. Ich denke, eine Minute geht. 17 Grad haben wir jetzt in der Karre. Das ist immer noch nicht so viel, aber was soll's. Viel wärmer wird's im Moment nicht. Oh, wir fahren schon 50. Uiuiui. Also die Karre hat schon eine gute Beschleunigung, das muss man zugeben. Gibt natürlich noch andere Modelle, viel ältere. Die sind auch sehr schön. Aber ich dachte, wir nehmen mal die modernsten. So. Ja, ja, ist doch in Ordnung. Ich habe doch nur mal kurz hier die Bornsteinkante jetzt mitgenommen. Mensch, das ist doch in Ordnung. So, steigen Sie aus. Steigen Sie ein. Wollte eigentlich jemand einsteigen? Dann halt nicht. Dann steigen Sie halt nicht ein. Ist mir auch recht. Alter, schieb dich halt vorbei. Was ist denn mit dir los? Hallo? Jetzt? Lass mich doch vorbei, Mensch. Ich glaube, es hackt. Mann. So, wird gleich grün, also fahr zu. Da ist der Bus immer noch hinter uns. Ich weiß immer noch nicht, warum der uns hinterher fährt. Vielleicht ist das ja ein bisschen Aufpasser, weil der sich in unseren Bus mit hätte setzen können, aber okay. Aber da möchte ich jemand aussteigen. Ach, scheiße. Ich hab das... Ich hab das... Ja. Ja, komm. Ich hab die Karre erwischt, ne? Ja, ich hab die Karre erwischt. Verdammt, ich hab das Auto erwischt. Mach mal Motor aus. Scheiße, ich hab die Karre erwischt, ey. Ach, es ist kein Unfall... Ja, es ist kein Unfall passiert. Gut. Gut. Ich meine, warum nicht? Dann halt kein Unfall. Soll mir recht sein. War schon aus. War noch nicht aus. Der Motor ist noch... Scheiße. Der Motor war noch nicht an. So, jetzt aber. Na guck, da fährt schon gleich die Polizei. Die lassen wir mal... Die lässt uns vor, das ist ja lieb. Da können wir mal hier fahren. So, Freunde. So, das ist schon die letzte Haltestelle für diese Runde erstmal. So. Zack. Jawohl. Okay. Da ging jetzt wieder was auf mit dem Fahrplan. Alles klärchen. So. Route zurück. Bauernhof Nordspitze ist die 107. Tipp mal das hier mal ein. Ziel 107. Nordspitze Bauernhof. Das passt. Die Karre können wir mal ein bisschen aufheizen. 18,9 Grad. Wird schon ein bisschen wärmer, aber ist immer noch nicht so prickelnd. Dafür, dass hier alles auf volle Kanne läuft, also ganz ehrlich. Was denn das bitte für eine Heizung, ne? Oh, wir haben 7 Minuten, bevor wir da losfahren müssen.
Ich weiß immer noch nicht, warum uns der andere hinterherfährt. Ich weiß es nicht. Muss ein Fehler vorliegen. Hätte vielleicht nicht gehört, dass man nicht als Verstärker fahren, sondern ihn ersetzen. Aber okay. So, hier habe ich das gut im Blick. Tür mal immer auf. Motor kann ich ausmachen. Den brauchen wir, glaube ich, nicht. Achso, ich stelle mal hier wieder auf N. So. Handbremse mal hier auch mal rein. So. Passt alles. Muss nur dran denken, die wieder rauszumachen. Werde ich sowieso nicht dran denken. 6 Minütchen haben wir. Da kann ich ja nochmal erwähnen, wenn dieses Let's Play kommt, bin ich nicht da. Das heißt, ich bin nicht da, um die Dinger von Hand hochzuladen, sag ich mal, beziehungsweise um auf Kommentare einzugehen oder was. Sondern ich bin in der Zeit im Krankenhaus. Leider. Das heißt, also ich weiß allerdings nicht wie lange, das ist ein bisschen blöd. Ich produziere für eine Woche vor. Also 7 Folgen produziere ich vor. In der Hoffnung, dass ich da wieder draußen bin. Bis dahin. Falls nicht, bitte nicht wundern, sollten da keine Folgen kommen. Denn ich plane wirklich nur eine Woche ein. Ich denke auch mit der ist es erledigt. Falls was dazwischen kommen sollte, dann jedenfalls nichts, was ich irgendwie eingeplant habe oder mit einberechnet habe. Sollten also keine Folgen kommen, bitte ich echt um Verzeihung. Ich bin dann wirklich nicht da. Und ich mache auch dieses Let's Play erstmal nur für diese Zeit. Denn ich krieg es platztechnisch und zeittechnisch nicht hin, Banished und Eurotruck Simulator eine Woche vorzuplanen, beziehungsweise vorzuproduzieren. Das packe ich einfach nicht. Da fehlt mir die Zeit und vor allem der Speicherplatz auf dem Computer. Von daher ist es hoffentlich okay, wenn wir mal Omsi machen. Auch wenn wir jetzt nochmal 5 Minuten warten müssen, bis unsere Tour wieder weitergehen kann. Ich hoffe, das ist okay. Ja, wie gesagt, verzeiht mir bitte. Ich bin dann wirklich nicht da. Sollten keine Folgen kommen, ich bin wirklich nicht da. Und ich kann wahrscheinlich auch nicht Bescheid geben, sollte ich länger fehlen. Weil ich kann schlecht jetzt meinen Turmcomputer einpacken und mit ins Krankenhaus nehmen. Das funktioniert so leider nicht. Schön wär's. Aber das geht leider nicht. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So, als Busfahrer muss man natürlich auch was zu trinken mit haben, das ist ganz klar. Eigentlich auch was zu essen, aber da habe ich jetzt leider nichts zur Hand. Mache ich auch nicht. 4 Minütchen haben wir noch, hier steht's auf, 4,1 Minute. Warum immer das mit Komma gerechnet wird, ich weiß es nicht genau, aber okay. Einsteigen will keiner. Das ist, finde ich, schade. Ist da Dreck auf der Scheibe? Nö. Gut. Wir haben übrigens hier auch so ein. Guck mal, so fahren wir. Ne? Ist, glaube ich, in Ordnung. Und ich habe wirklich ernsthaft stundenlang, also stundenlang, nicht minutenlang versucht, das Ding wieder hochzukriegen. Logisch, dass das so nicht funktionieren kann, ne? Wenn ich das jetzt mit der Maus hochschiebe, ist logisch, dass es nicht funktioniert, dass das hier rüber funktioniert. Pass auf. Und weg. Schön, ne? Fahrplan ist dann neuer. Ja. Will irgendwie keiner mitfahren, kann das sein? Nordspitze, Bauernhof. Okay, es will tatsächlich keiner mitfahren. Nummer stimmt so, 76. Huch. Nordspitze, Bauernhof, das passt alles so. Der Bus da hinten ist übrigens auch sehr schön, so ein bisschen älter, gefällt mir auch sehr gut. Können wir natürlich auch mal fahren, das ist überhaupt kein Problem, kann man auch machen. Ich würde jetzt sagen, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, welchen, ob wir mal vielleicht einen älteren Bus nehmen sollen, aber das funktioniert so leider nicht. Ihr könnt aber in die Kommentare schreiben, ob das Let's Play vielleicht was wäre, was man machen könnte, dass sich das mit dem Eurotruck Simulator vielleicht abwechselt. Mal guck mal, endlich 20 Grad hier an der Karre. Dass sich das vielleicht mit dem Eurotruck Simulator abwechselt. Oder vielleicht irgendwie nur alle 3 Tage erscheint eine Folge oder vielleicht nur am Wochenende. Oder wie ihr das wollt, das könnt ihr ja alles mal, könnt ihr ja schreiben. Ich kann es nicht sofort lesen, tut mir echt leid. Aber
Ich werde das natürlich alles sofort akribisch nachlesen, wenn ich wieder da bin. Was hoffentlich, wenn das hier rauskommt, ist der 9.3. Da bin ich gerade rein ins Krankenhaus. Das sollte ja am Montag danach sein. Am Montag danach soll es hoffentlich sein. Ich produziere vor für eine Woche, das heißt, ich hätte noch 2 Tage im Petto zur Not. Ich hoffe wirklich, das funktioniert so. Ich hoffe, das klappt so und dass die nicht irgendwie sagen, ich muss irgendwie 2 oder 3 Wochen da im Krankenhaus bleiben oder was. Das wäre der Horror. Also ganz ehrlich, länger als 2 Wochen in einem Krankenhaus geht gar nicht. Die Lüftung bläst wie doof. Und die Karre wird nicht warm, das gibt's doch gar nicht. Boah, das Rauschen gerade auf den Ohren. Alter, das gibt's doch nicht. Was kann ich denn hier noch anschalten? Was ist denn das? Guck mal hier, Hitzekocher. Das schalten wir auch gerade mal an, ey. Nur, dass wir ein bisschen Wärme in die Karre kriegen. Das ist doch ein Schrecken. Hier ist das Ding nicht über 20 Grad. Das kann ja nicht sein. Das kann doch echt nicht sein. Ah, guck mal, wir können auch gleich los. Wir können doch losfahren wieder. Karre ist an. Ja, Wöhlchen. Ach ja. Ich sag doch, ich vergesse das bis dahin wieder. Okay, wir fahren also mal los. Wollte keiner einsteigen, dann halt nicht, ne? Dann halt nicht. Wenn keiner mitfahren möchte, ist natürlich schade, aber ja, wenn keiner mitfahren möchte, möchte keiner mitfahren. Wir können auch mal eine Leerfahrt machen, ist kein Problem. Hier vorne, ja, guck mal, hier vorne will jemand einsteigen. Das ist der, hier vorne will doch nicht mehr. So, bleiben wir mal hier stehen. Ich fahre da vorne, damit wir kleine Ampel noch stehen mit. So, ja, natürlich. Schönen guten Morgen. Guten Tag. Ne, als Busfahrer immer freundlich sein, ist ganz klar. Immer guten Morgen wünschen, hat unser Busfahrer damals auch gemacht. Also, was heißt damals? So lange war der gar nicht. Das war, glaube ich, in der Grundschule oder irgendwann. So, da haben wir gerade die Bordsteinkante mitgenommen, natürlich. Wow. So, dann haben wir es mit dem Lenken ein bisschen übertrieben. Ja, ist nicht so einfach hier zu fahren, ganz ehrlich, ist nicht ganz so einfach. Und uns fährt schon wieder der Bus hinterher. So, 40, alles klar. Ich denke, so 40, 50 ist das Höchste, was wir hier erstmal fahren. Okay, da möchte gleich wieder jemand aussteigen. Also die eine Station hätten sie jetzt nur auch laufen können. Aber ist unser Geld. So, guck mal, 21 Grad in der Karre. Na, endlich. Oh. Ich bremse übrigens nicht, ne? Ich lasse ein bisschen ausrollen. Jetzt muss ich mal die Bremse reinhauen. So, mal ein bisschen hier im Rückspiegel glotzen. Lässt die auch richtig rausgehen. Alles klar, sieht gut aus. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. 1,3 minus. Ah, okay. Wir könnten hier also ein bisschen stehen bleiben, wenn der andere Bus nicht die Fahrbahn blockieren würde, aber das ist uns gerade mal egal. Ja, ist auf 4 eingestimmt, okay. Okay, die sitzt gleich hinter uns, der andere sitzt bestimmt oben. Nö, sitzt keiner oben ausnahmsweise. Normalerweise stürzen die sich sofort auf oben, aber okay, heute mal nicht. Ja, gut, es ist ja auch erst, Moment, 6.24 Uhr, ja, komm, um 6:30 muss man nicht sofort hochstürzen. 07, wir machen mal hier die Tür zu. Wird eh nur kalt in der Karre. 21,3 Grad, naja, okay. Ich muss zur nächsten Fahrt den Bus ausschalten. Den anderen. Das geht so nicht. Der fährt uns die ganze Zeit hinterher. Und da steigt sowieso keiner ein. Das ist total blöd eigentlich, dass er uns hinterher fährt. Das macht keinen Sinn. Aber naja. Es wäre schon sinnvoller, wenn der entgegengesetzt fahren würde. Das heißt, wenn ich vom Bauernhof losfahre, fährt der vom Krankenhaus los, dass wir uns so in der Mitte treffen. Aber das geht leider nicht. Ja, guck mal, hier ist schon gleich die nächste Haltestelle. Ist ein bisschen gemein, genau hinter der Kurve. Das ist so blöd. Musste echt gewaltig aufpassen. So, wir gucken mal wieder hier im Rückspiegel so ein bisschen. So. Die hinten steigen aus. Das ist okay. Morgen. Morgen. Guten Morgen. So.
Der möchte nicht zufällig. Nein. 07. Ist in Ordnung, denke ich. So. Fahren wir wieder. Wir nehmen, glaube ich, für die nächste Fahrt mal einen älteren Bus ein bisschen. Die sind auch sehr schön, muss man zugeben. Unterscheiden sich eigentlich, naja, von der Leistung her eigentlich nicht so wirklich. So, hier ist die, ja, fast schon wieder die Endstation, ne? Endstation ist oben der Bauernhof, da wo wir gestartet sind. So, bremsen, 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 bremsen. Herr Wölchen. So. Die steigen aus. Theoretisch müssten wir jetzt noch jemanden drinnen sitzen haben, ich bin mir nicht sicher. Ja, einen haben wir noch drinnen sitzen. Der möchte also bis hoch zum Bauernhof mit uns mitfahren. Das ist ja schön, das befürworte ich zutiefst. So, fahren wir mal los. Ja, muss ich auch gucken bei der Kurve. Die Kurve ist auch ein bisschen tückisch. Naja, habe ich doch gewusst, dass der Kerl drückt. So, müssen wir hier mal ein bisschen rumkurbeln. Nicht zu stark, sonst bleiben wir da an der Kante hängen, am Bordstein. So. Jetzt holpern wir hier wieder hoch. Boah, das kracht, ey. Ja, ist schon schön. Muss man zugeben. 23 Grad in der Karre. Können wir auch mal ausmachen, die Heizung. So, holter, holter. Boom, boom. Krach, krach. Schön. Gefällt mir. So. Wir sind da. Hinten auf die Karre. Der steigt aus. Sehr schön. Jawohl, Fahrplan. Den sieht man jetzt vielleicht nicht. Ist alles okay. Alles im Rahmen, wie wir losgefahren sind. Wir waren natürlich überall so ein ganz kleines bisschen zu früh, aber das macht nichts. Fahren wir mal wieder aus hier. Ah, jetzt. Okay, erstmal die Hintertüren zu sind, können wir wieder losfahren. Vordertüren können wir übrigens offen lassen während der Fahrt. Ist auch sehr schön. So. Drehen wir mal hier noch rum. Und da würde ich sagen, die erste Folge ist erstmal beendet damit. Ich hoffe, es gefällt euch, denn das wird euch die nächste Woche erwarten. Also, nein, man kann nicht sagen, dass das Spiel oder dass das blöd ist. Höchstens ich, was ich die ganze Zeit laber, das kann blöd sein, das kann gut sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge noch in Grundorf. Und dann glaube ich mal in Spandau. Dann sind wir, glaube ich, in Spandau, fahren die Route 92 oder vielleicht mal die 13. Das können wir natürlich machen, wie wir lustig sind. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss, euer Busfahrer, der alte Hans.